Call sign. New zombie. Das sind so viele, ne? Krass. Krass, 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 wie viele Spiele wir überhaupt in der B haben, ne? 5-2 gegen Hertha gewonnen, sehr schön. Die B macht das echt gut. Und die A ist halt irgendwie ein bisschen tricky. Also wir müssen noch Bremen auf der 6, Dortmund auf der 5, Nürnberg auf der 11, Mainz auf der 15, Leverkusen auf der 3. Wir haben drei taffe Gegner. Bayern hat Wolfsburg ist tough. Köln nicht, Dortmund ja. Stuttgart nicht. Frankfurt eigentlich nicht. Bayern hat eigentlich nur zwei taffe Gegner. Also dementsprechend wird es immer unwahrscheinlicher, dass wir Bayern noch einholen. Jetzt die Frage, Leverkusen oder Hamburg können uns noch aufholen. Realistisch, Dortmund eigentlich schon fast nicht mehr. Leverkusen hat Hertha easy, Fürth easy, Hannover vielleicht tricky, Bremen und uns. Also das könnte halt Decider werden, der Letzte, ne? Und Hamburg hat Dortmund, Wolfsburg, Gladbach. Also ich sag mal, wir haben relativ gleiche, das leichteste Programm mit von den Vieren jetzt hat Bayern. Wobei Bayern nur noch von uns eingeholt werden kann, ne? Theoretisch von Leverkusen. Aber Leverkusen ist, da müssen wir schon die Tordifferenz ausgleichen. Bayern muss alle verlieren. Leverkusen muss alle gewinnen. Also ja, Leverkusen ist schon tricky. Das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die da noch was reißen, tatsächlich. Nicht unmöglich, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Dass wir da überhaupt noch neue Spieler nachbekommen bei, keine Ahnung, einem Kader von 25 Spielern oder so. Das reicht gar nicht. Wahrscheinlich sind fast 30, glaube ich. Okay, Moritz ist verletzungsanfällig, kommt raus. Wo ist Moritz? Michael Moritz. Abfahrt, ab nach Hause mit dir. Tschüssi. So. Auch einfach mal eine geile Performance. Wäre auch mal wieder super. Ganz ehrlich. Ein bisschen nachgelassen jetzt in der Rückrunde. Ich meine, wir stehen trotzdem noch gut da. Keine Frage. Wir sind eigentlich, was haben wir, safe. Eigentlich safe Vierter. Definitiv safe Sechster. Eigentlich wahrscheinlich sogar Vierter. Dementsprechend haben wir eigentlich unser Ziel schon erreicht. Champions League Quali. Ist schon fast safe. Aber trotzdem ein bisschen lackluster jetzt gewesen durch diese Gründe, ne? Könnte natürlich jetzt behaupten, das ist, weil wir Adrian ausgeliehen haben. Ja, I don't know. Seine Form ist aber gar nicht so schlecht mit 10, ne? Wenn sie den jetzt auch mal nutzen würden, wäre super. Wäre so super, wäre das. Come on. Come on, Leute. Yes, Michel Bastos, come on. Shakira hat es gerade versemmelt. Bastos macht das Ding rein. Sehr, sehr nice. 2-0? Nein. Come on. Jan Sommer. Maschine. Gelb für Ushida. Morata läuft immer noch seiner fast Gelbsperre hinterher, ne? Also müssen wir jetzt nicht mehr machen, aber steht noch im Raum. Morata. Mit der 18 Neustädter mit der Vorlage, sehr schön. Schauen, das ausverkauft ist mir egal, ist nicht unseres. Komm on. Ein zweites für Morata wäre halt nice. Einfach mal wieder ein Doppelpack, das ist er doch, oder? Yes! Maschine. Die 20 machen wir noch diese Saison, das definitiv. Ist nur noch ein Tor in 4 Spielen. Das würde er wohl schaffen. Ich wollte schon sagen, oder macht er vielleicht dieses Spiel noch? Leider, nein, leider gar nicht. So, wir bleiben auf der 2, 5 Punkte vor Leverkusen. Leverkusen lässt nicht liegen, Bayern lässt liegen. Mhm. Das heißt sowohl, nee, Leverkusen kann nicht mehr, weil Bayern unentschieden gespielt hat. Ich glaube, es waren schon 15 Punkte, ja. Bayern ist mit dem Punkt schon an Leverkusen vorbei. Nur noch wir. Freiburg mit einem 7-0 gegen Mainz. 3 Tore Zapletal und 3 Tore Freis. Macht den Wolfsburg. 1-1. Tor durch. Diego. Schade.
Schade, schade. So, Morata bleibt auf der 5, etabliert sich da. 3 Tore nach hinten, 3 Tore nach vorne. Helmes und Rutnus haben nicht getroffen, dementsprechend. Naja. Geht der mir heute auf den Piss. ja, dementsprechend ist noch alles drin. Neue Manager-Level, sehr schön. So, wir speichern. Biam, biam, biam. Nö. Ja, tschüss. Das haben wir gespeichert. Sehr schön. Mitgedacht, jawollo. Muss ja auch mal sein, wa? Man muss ja auch mal mitdenken dürfen, wa? I am a little bit of loneliness, a little bit of disregard, handful of complaints. What I want you to want, what I want you to feel. So, haben wir noch irgendwas Interessantes bei? Nö, nicht auf den ersten Blick. Sieht nicht so aus. Wie gesagt, OM haben wir ein bisschen auf der Liste. Jugendspieler Daniel Gareis. Oha, ein Achter. Medienscheue, Positionsgebundenheit 14,48. Not bad, not bad. Das sind einige gute dabei zur Zeit, ne? Das ist echt. Die Jugend wird langsam. So, Michel Bastos. Ganz ehrlich, nee. Sind nur 4,5, ne? Aber. Nee, das Gehalt ist zu teuer. Oder? Ich weiß es nicht. Der hat 3 Millionen Gehalt aktuell, ne? Ich meine, ist mehr wert. Ist aber auch schon 30. Machen wir mit dem noch Geld? Wahrscheinlich nicht. Nee. Adrian plus 2, immerhin, I guess. Clemens plus 2. Max Meino plus 1, das ist sehr schade. Grebe plus 3 ist okay. Meier plus 2 ist okay. Avdi Judge plus 6. Uff, Klingenburg plus 1. Grimaldo plus 9, oha. Also, hä? Das ist aber unsere Saison mit reingerechnet, Digga. Genau, bei Adrian glaube ich auch. Ich glaube, wir sind beide fast nicht besser geworden. Das war schon bei uns vorher. Ein auslaufender Vertrag. Was ist das denn? Hm, ja gut, das wird halt Michel Bastos sein, ne? Ja. Yeah. Campanay. So, gegen Dortmund, TAF, oh, 872. TAF. Schaka. Oh, 83, aber die Innenverteidigung. Oh, tschüss. Süh. So. Die kommen nach Hause. Schicken wir die Mentoren nochmal, zumal wir irgendwo einen neuen drin haben. Also ich habe eine A oder ein B, ist wahrscheinlich eine B, I guess. Yeah. Das wird der, glaube ich, oder? War das der? Ich weiß es nicht. Nee, der war das. Der war das. Der ist der neue. So viele neue Gesichter. Unfaire Gehälter einer. Gucken wir uns gleich an. Kriegen wir doch. Alles kein Ding. Klären wir alles. Alles easy.
Alles easy. So, wer denn? Wer denn? Was denn? Rafinha 115% unter Shaqiri. Ich finde den nicht cool. Wie sieht es denn jetzt aus? Immer noch nicht ganz cool. Aber jetzt. Aber jetzt. Oh, so. Rein ins Revierderby, Leute. Rein ins Revierderby. 865 gegen 872. Ist machbar. Wir haben die bessere Form. Und den besseren Tabellenplatz, den wir auch gerne halten würden. Come on! Alvaro Morata macht die 20 voll gegen Dortmund. Let's go. Also wenn es einen Zeitpunkt gibt, einen Hattrick zu schießen, dann ist es jetzt Morata. I'm just saying. Come on, Leute. In Dortmund auch noch. Gelb für Schieber. Come on. Gelb für Draxler. Gelb für Gündogan. Gelb für Reus. Tor für Dortmund. Schieber. Also am 12. Gelb für Fuchs. Tor für Hummels. Digga! Hund! Komm mal, Leute. Gelb für Morata. Damit fällt Morata im nächsten Spiel aus. Super. Dann vielleicht so ein Tor schießen. Großkreuz mit der Gelbe. Alter. Danny Alar. Yes. Auch wenn es nur der Ausgleich war. Unentschieden gegen Dortmund ist not bad. Bayern hat wieder liegen lassen. Im 8 Punkte. Es sind halt 3 Spiele, ne? Das ist halt Best-Case-Szenario. Wobei sie gegen Dortmund könnten sie liegen lassen. Ganz ehrlich. Gegen Stuttgart weiß ich nicht. Gegen Hannover vielleicht auch. Weiß ich. Naja. Wir haben noch Hoffnung, wir haben noch Hoffnung. Leverkusen nicht, Leverkusen ist raus. Wir haben jetzt 10 Punkte vor Hamburg, wir sind definitiv Dritter. Also wir können nur noch nach unten oder halt nach oben. Rosenthal ist auch 29. Also da vorne geht nicht mehr viel vor und zurück, sagen wir mal so. Aber ein bisschen was ist noch drin. Tyton zu Bremen. Ein bisschen was geht noch vor zurück. Jugendspieler, ein großes Talent, Litauen. Nee. Also wird halt dann nur ein Sechser. Es ist nicht schlecht, aber could be worse. Prognose ist, wir bleiben auf der 2. Prognose ist, wir holen aber noch Punkte auf. Ja, Bayern lässt nämlich gegen Dortmund noch liegen. Und gegen Stuttgart auch, aber die 2 Punkte würden schon reichen. Die müssen 2 verlieren, 2 verlieren, einen unentschieden. Dann könnten wir das Ding noch holen. Wir haben 8 Punkte, glaube ich. Die dürfen nur noch maximal einen unentschieden holen. So, Morata fehlt, ist ein bisschen unlucky. Aber kriegen wir hin. Vollstes Vertrauen in Daniel Alar. Vor allem gegen Nürnberg. Come on. What have you said? I say it's time for this world to stop hating. Oh. Das ist tatsächlich der Vorteil, wenn man eine recht große Jugend hat, also viele Spieler, ist das mit dem Mentor ein bisschen einfacher. Weil dann sind die übrigen alle auf einen Blick. Dann sehe ich deutlich schneller, ob da noch irgendwo verfügbarer ist oder nicht. Das ist so der Vorteil, I guess. So, zweites ist ein Frustrator, das gucken wir uns auch gleich mal an. Sean Wright Phillips. I'd say it's time. Unerstahl, Hogeland. Arthur Boca. Kyriakos Papadopoulos. Und Chövres. Frustriert ist Höger. Na gut, hat er nicht gespielt. Aber. Komm, da finde ich es ein bisschen angeschlagen. Neustädter sowieso. Dann soll Höger spielen. Dann soll er spielen. Wenn ihn das glücklich macht, dann soll er das tun. So, come on. Ganz wichtige 3 Punkte. Also nicht nur, weil es die einzige Chance ist, noch vielleicht an Bayern vorbeizukommen
Und Höger ist verletzt. Perfekt. Jawohl, Digga. Sondern auch, weil es natürlich wichtig ist, um vor Leverkusen zu bleiben. Come on. Draxler. Nick Schaka, Vorlage Rafinha. Vorlage Rafinha, der erst eingewechselt wurde. Immer gut, halt so 9 Minuten, ne? Das ist quasi durchspielen. Schon unlucky ist für Höger. Come on. Oh, Verletzung. Hanno Balic. Come on, zweites. Maybe. Yes, ha. Julian Draxler, das ist doch Vorlage Sommer. Zweite, habe ich gerade zweite Vorlage gelesen? Come on. Come on. Ich dachte, eins geht noch. Ich dachte, eins geht noch. Bayern verliert gegen Dortmund. Es ist noch alles drin. Leverkusen gewinnt auch. Schade. Wolfsburg kassiert eine 5-0 Niederlage, weil sie immer noch nicht Adrian starten. Ihr seid echt dumme Hurensöhne. Muss man jetzt einfach mal so gesagt haben. So. Rudnes mit 2 Buden. Ja, ansonsten hat er vorne keiner getroffen. Kanada. Nee. Da ist Kanada. Da. Ja, hat er nicht gesagt. I wish I could. Mangala zu PSG. J. Rodriguez. Jugendspieler, Riesentalent, ein Belgier. Na gut. Na gut, ein Belgier nehmen wir. Jugendspieler, sag mal, was hat's denn da jetzt? 7 ist schwierig und Einzelspieler. Nee, nee, tschüss. Tschüss. Schwierig und Einzelspieler sind halt zwei schwierige. Nur Einzelspieler ist immer so, ja gut, wenn er wirklich gut ist, dann sehe ich vielleicht über einen Einzelspieler hinweg. Aber wenn er sowieso auch noch schwierig ist, I'm sorry. Holger Hacking. Never mind, kein Holger Hacking. I wish I could. So, wo war der letzte Save? Weiß ich nicht. Kurz davor oder so, glaube ich. Schon allein, dass der 22 nicht crasht, ist ja schon ein Grund, ein 22. Also, das ist ja kein Grund, einen 22er Projekt zu machen, ne? Das ist ein Grund, vielleicht einen 22er über dem 13er zu wählen. Come on. So. No rest for the wicked. Money don't grow on trees. And ain't nothing in this world for free. Morata ist wieder am Start. Er kann jetzt gegen Mainz mal 3 Buden machen oder so. Ich hätte zumindest nichts dagegen. Dann haben wir da 9 Nun-Spieler entdeckt. Sorry. Aber 4 Sterne? Nee. I'm sorry. So. Wenn er sich jetzt wieder bei Hacking einen Absturz macht, dann weiß er auch nicht. Hey. So, Teamdynamik. Man sieht schon, dass das deutlich weniger Gespräche, aber gut, das summiert sich halt über die niedrigere Anzahl, ne? Dadurch, dass wir halt hier nur 6 Gespräche oder 7 haben pro Woche und ja im 22er 10 haben, fällt das schon auf tatsächlich, ne? So, Höger immer noch, aber gut, der ist halt jetzt verletzt, so gerade kann ich halt absolut nichts machen für ihn. Also so gar nicht. So, come on, Leute. Yes! Morata, Bastos. Fehlt
Vierte Minute. Morata, Vorlage Bastos. Yes. Come on, das ist doch das Spiel, Morata. Sean Parker, Elfmeter. Yes, Xhaka. Vorlage Rafinha schon wieder. Rafinha müsste den Vorlagenrekord jetzt halten für uns wahrscheinlich. Also gefühlt hat er einige. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie viele er hat. Fuchs natürlich mit der Gelben, das muss sein, ganz klar. Sehe ich ganz genauso. Come on. Come on, Leute. Da gehen noch ein paar Tore. Da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Safe. Oder auch nicht, I guess. Oder auch nicht. Aber wir haben gewonnen. Bayern spielt unentschieden gegen Stuttgart. Wir könnten das Ding noch drehen am letzten Spieltag. Das einzige Problem ist, die müssen verlieren, wir müssen gewinnen und wir müssen dabei 8 Tore ausgleichen. Das ist das Einzige. Leverkusen ist hinter uns. Solange wir nicht verlieren, sind wir Zweiter. Wenn wir gewinnen, könnten wir sogar Meister werden. Theoretisch. Wolfsburg hat gewonnen. Tor Helmes. Das Ding wird nochmal eng. Mandzukic ist auf 30. Morat auf 21. 2 nach hinten auf Hunter. Und auf Joselu. 4 nach vorne auf Helmes. Unwahrscheinlich. Gegen Leverkusen. Oh. Ja, gut. Oha. Okay, das wird gemein. Das heißt, Leverkusen muss in Anführungszeichen nur gewinnen, um vorbeizuziehen. Das ist natürlich doppelt tough für uns jetzt, ne? Wenn wir mit 6 Toren Unterschied gewinnen würden, Chilisten geht zu Bayern, Jermaine Jones zu Frankfurt, okay, angenommen, wir würden mit 6 Toren Unterschied gewinnen, ja? Nur reine Theorie. Dann würde ein Torunterschied Niederlage für Bayern reichen. Bei Bayern muss so oder so verlieren. Das Ding ist halt, wenn wir nicht mit 6 Toren Unterschied gewinnen, dann brauchen wir 8 Tore Unterschied insgesamt. Wenn wir 6 Tore Unterschied haben, dann reicht, wenn wir auf beiden Spielen insgesamt 7 Tore Unterschied haben, wenn das soweit Sinn macht. Weil wir 6 Tore weniger als Bayern geschossen haben. Also wir müssten 6 Tore schießen, wir müssen nicht mal 6 Tore Unterschied. Solange wir 6 Tore schießen, dann würde auch ein Torunterschied im Bayern-Spiel reichen. Wenn wir aber maximal 5 Tore schießen, dann muss im Bayern-Spiel halt so viel Unterschied sein, dass wir insgesamt auf 8 Tore Unterschied kommen. Was halt beide schon sehr, sehr unwahrscheinlich ist, ne? Also ich glaube, wir sollten uns einfach darauf konzentrieren, nicht zu verlieren gegen Leverkusen und unseren zweiten Platz zu halten. Na klar, es ist möglich, noch beinahe vorbeizusehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt ziemlich gering. So im Großen und Ganzen. In me. In dealing with these changes. So, dann speichern wir das Ding. Letzter Spieltag. Torschützenkönig wird nichts, ganz klar. Komm, wichtigstes Spiel des Jahres. Draxler hat 84. Ansonsten Top 11, let's go. Wir haben 20 Punkte mehr. Nach den Stärkepunkten sollten wir gewinnen. Aber wir haben schon schlimmere Sachen verloren als 20 plus. Morata 1-0. Let's go. Come on. Ausgleich Hüntela. Natürlich Hüntela. Natürlich fucking Hüntela. Verletzung Draxler. Oh oh. Gar nicht gut. Draxler ist wirklich nicht gut. Also Draxler ist gut. Wenn er sich verletzt, dass er sich verletzt hat, ist nicht gut. Das heißt, obwohl das abgestürzt ist, fehlt uns eigentlich kaum Footage. Das ist sehr, sehr nice. Aber, was nicht sehr, sehr nice ist, dass wir immer noch zu 10 spielen gegen Leverkusen jetzt. Das, oh, fuck, Mann. Unentschieden wäre halt mega, aber ich befürchte halt, jetzt verlieren wir wirklich einen zweiten Platz, weil wir eine rote Karte kassiert haben.
Wir haben das Ding noch irgendwie gehalten. Holy shit. Holy shit, wir haben das Ding echt noch gehalten. Bayern hat sowieso nur unentschieden gespielt. Das heißt, Bayern war sowieso durch. Die hätten ja verlieren müssen, damit wir noch Erste werden können. Also alles tutti. Oh Gott. Hamburg Vierter. Dortmund nur Fünfter geworden. Bremen, Köln und Fürth gehen runter. Hertha spielt der Relegation. Mandzukic und Rosenthal haben 30 Tore. Rutten ist 28. Das sind alles drei Megaquoten. Auch Morata mit 22 ist gut, ne? Also Kießling ist mit so einer Quote schon Torschützenkönig geworden. Aber ich habe kein Spotify, ne? Sehe ich gerade. Ich glaube, man hat im Stream gerade keine Musik. Ja, besser. Besser. So. Yes. Nein, akzeptiere ich nicht. Die drei Spiele, ja. Draxler zwei Wochen fällt er aus, ist okay. Höwedes und Rafinha in der Mannschaft des Jahres, auch das ist nice. Jetzt ist die Frage, also zum einen, sind die schon durch? Ja. Oh, die A hat sie noch gerettet, sehr schön. Die B ist Dritter geworden, sehr nice. Die zweite ist 13, das ist auch in Ordnung. Sind alle durch. Hol mal die zweite hoch, oder? And losing the light. Für die Auf- und Abwertungsrunde und halt potenzielle Talentänderung. Ich weiß halt nicht, was ich wirklich nicht weiß, bewirkt das nur, dass wir es mitgeteilt bekommen? Oder bewirkt das auch, dass überhaupt eine Aufwertung stattfindet? Also würde eine Talenterhöhung stattfinden, auch wenn wir sie nicht hochholen und wir kriegen es noch nicht mit? Ne? Ja. Van Arnold zu Bolton. Mhm. Okay, wir brauchen auf jeden Fall links außen und einen zweiten OM. Hummels, Höhe des direkt in der Hummels auf Platz 2, das ist super. Papadopoulos ist auch irgendwo. Ausmann, Bastos ist gut dabei, aber wird halt gehen. Das ist mir echt zu teuer. Xhaka, beste DM, let's go. Und schon Morata auf 2, man. Vor Rudnevs und vor Rosenthal. I'm just saying. Sportgericht erhöht Strafmaß. Ich glaube, ihr seid absolut behindert oder was? Haben die jetzt gerade die 5? Nee, egal. Come on, Höwedes hoch, yes. Mantip hoch, yes. Draxler hoch, yes. Ayhan, schade. Max, schade. Neustädter, Rega. Keller geht hoch. Oswald, Ersatzkeeper, glaube ich, aus der zweiten. Zwimpfer, gut. Nicht so gut. Babic, hoch und runter. Morata leider nur. Nur eine Stat-Aufwertung. Rafinha ein bisschen runter. Ist nicht so schlimm. Martial geht hoch. Sehr schön. Schaub. Sehr schön. Oho. Vielleicht wird Schaub der Ersatz OM, wenn das so weitergeht. Januzaj. Maschine. Nathan Ake. Hector Bellerin. Yes. Bastos. Gut, wie gesagt, das geht halt. Also nicht so wild. Sehr schön. Zweite geht steil, wa? Obwohl sie nur 13er wurden. Tschüss. Ivancic hoch. Nice. Ein gutes Ergebnis, yes. Wir sind tatsächlich Zweite geworden. Einmal Findegger, nein. Eine weitere Woche, also hatte 6 Spiele, ne? Digga. Shaqiri fällt einfach die halbe Saison aus, Kappa. Soldado 39 Buden gemacht in Spanien. Holy shit. Holy shit. So, Draxler, bester Spieler und bester junger Spieler. Bester Torschütze Morata, Liebling der Fans, Draxler und am häufigsten Spieler spielt Morata. Also Morata und Draxler carryen uns. Absolut.